Hallihallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Daddy und Rob zocken Ghost Recon Breakpoint. Hallo, Hallo grüß Daddy, dich. hallo. Und heute haben wir uns mal was Schönes Spezielles ausgesucht. Ihr seht vor uns hier einen riesigen Hafen. Hier gibt es die Blaupause für die TAC 50. Das ist eine Genau. Bummgewehr, ne? Ja, Chat, Scharfschützengewehr, Richtig geil, ja. also mit schöner ordentlicher Durchschlagskraft. Wir werden jetzt erstmal die Drohnen einsetzen und werden uns erstmal anschauen, was uns hier drin erwartet. Und Genau. was euch in der heutigen Folge erwartet, ne? Ihr seht schon. Richtig. Rotes Gebiet hier. Ja, die Drohne, die linke Seite. Ja, ich mach rechts, ich bin ja rechts. Was hast du jetzt? Aber ich probiere mal, warte mal, ich probiere meine. Habe ich da? Ah, habe ich vier im Moment. Schauen wir, ob das die Reichweite passt, und dann habe ich mal meine Sucher. Ich denke immer an die Suchermine von The Division, dabei hast du das da anders. Zack, Ja, hast du das gesehen? heißt ja Hast du anders. gesehen? Na, Zack, und geil. alles und da, das ist ein Hammer. Ich merke mir das nicht, wie das heißt. Moment, das heißt Sensorwerfer. Sensorwerfer. Du wirfst quasi einen Sensor Sensorwerfer, und genau, der und der macht zack und markiert markiert alles. alle, genau. Okay, die Taktik haben wir besprochen. Ich gehe über die Brücke und du fährst mit dem Bötchen zur Leiter. Und einige Scharfschützen hier, ne? Ja, das sollte man ja zuerst aber holen. Aber ich schaue jetzt einmal, dass ich sie sehe, und dann holen wir uns die Guck mal, runter. vorne, wenn du über die Brücke reinkommst, rechte Seite, unterhalb vom Helikopter, steht einer, der hat also einen Alarm, ne? Löst er aus, ein Funker. Ja, den Den müssen wir müssten wir zuerst vielleicht am holen. Anfang, ne? Genau, Genau. richtig. Der Gut, Funker okay. kehrt, weil da kommt die Verstärkung. Ne? Den müssen wir auf jeden Fall. Wollen wir ja nicht, ne? Ja. Oh, ich kann das Bullshark nicht fahren. Was, das Boot Oder? kannst Warte du nicht mal. fahren? Oh ja. Ich probier mal. Steig erstmal als Passagier ein. Ja, ich hab kein Schu. Warte Jetzt. mal, ich sehe. Ah ja, oh ja, ich sehe ihn gleich. Okay, ich kann's So. fahren. Es war nur das Wasser zu tief. Kann ich da durch die Brücken? Schauen wir mal. Das war natürlich geil. Probier mal, du Ja! gibst mir. Ja, ist Kannst weg. du? Ist weg, ist Sehr weg. geil. Ist weg. Ich hab durchs Glander schießen können. Das kannst bei Aha. Wildlands nicht. Kannst bei Wildlands nicht. Das ist geil, dass das da gemacht haben. Hey Daddy, ich hab die Leiter gefunden. Ja, okay. Immerhin. Da haben wir noch eine unmarkierte Stelle. Ich werde den Sensorwerfer benutzen. Komm, kletter. Klettern. Jawohl, sehr gut. Ja, hab einen Sensorwerfer gehört. Okay, alles klar. Ich hab so einen großen Bösen vor mir. Ja. Ich kann mir nicht mal vorstellen, genug Geld für eine eigene Insel zu haben. Wenn ich den ausschalte. Ja, ich bin aufgeflogen, weil da den an, Da ausgeflogen. der was mein Heli anhat, habe ich gleich mal erledigt. Aber bleib in Deckung, dann werden sie uns nicht entdecken. Sie wissen ja noch nicht, wo wir sind. Dann beruhigen sie sich. Bist du noch irgendwo in Sicherheit, oder? Ja, so relativ in Sicherheit. Ja, Ich werde ich bin gesucht. unterm Helibett versteckt. Aha. Ich schau mal. Ah, du bist da drüben, ja? Na, die konzentrieren sich eh alle da in die Mitte momentan. Wenn wir uns jetzt ein bisschen ruhig verhalten, finden sie uns nicht. Jetzt schauen sie nur blöd. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, aber ich musste diesen Ja? Großen halt ausschalten, ne? Ja. Da kommt jetzt einer zu dir, gell? Hm, Auf alles gut. deiner rechten oder Och, linken was? Seite. Was? Was los, Rob? Alter, da stand auf einmal hinter mir einer mit der Schrotflinte. Oh, ja. Und jetzt kommt noch einer. Oh Gott. Alter. Okay, kurzen, schnellen Rückzug. Ah. Wenn du in Bedrängnis kommst, Alles gut noch. ich leg C4 und dann kann Okay. ich sie ablenken. Weil dann sprenge ich einfach und dann rennen sie in die falsche Richtung. Das habe ich schon mal ausprobiert. Okay. Das ist lässig. Du
Ready? Vor mir ist. Ja, ich bin ja da. Da ist einer. Ich heile mich erstmal kurz, ne? Überhaupt zu viel Action hier. Oh, da oben mir steht einer, der Scharfschütze. Dann werden wir gleich mal. So, der eine Scharfschütze ist erledigt. Okay. Ich werde mich da oben postieren. Dann kann ich da Schutz geben, also Rückendeckung. Ah, das wäre super, weil ich bin zwar jetzt erstmal verschwunden. Ne, also sehen ja, wenn du im Bedrängnis bist, sagst du, ich mach Ablenkung. Hm. Den Scharfschützen da oben, Moment. Kleine Ablenkung starten. Ja. Ja, gut, okay. Nee, die verziehen sich hier, dann kann ich wenigstens ja, erstmal ja. wieder ein bisschen. Das habe ich vorhin. Ah, aufheilen. Da haben wir die Mine. Ah, den. Ich hab den Roboter da, den Schussroboter erledigt. Sehr gut. Boah! Alter! Oh, oh, Scharfschütze hat mich entdeckt. Moment. Oh, ich bin gleich hin. Ich geh in Deckung, Daddy. Ah, da kann ich nicht rein. Schaffen das. Der hat mich gleich die Drecksau. Moment. Wo ist der? Ich hol mir den Scharfschützen. Werf eine Granate. Den hol ich mir. Ich werde jetzt erstmal kurz eine Spritze tanken. Na komm. Kopferl in die Höhe. Wandzeug. So, der Scharfschütze ist weg. Ja gut, Daddy, ich muss mich kurz mal ein bisschen verbinden hier. Ja. So. Alles klar. Okay, mir reicht's. Ich mach jetzt mal hier Butter bei die Fischer. Die Blendgranate habe ich raus, ein bisschen Ablenkung. Mhm. Na, wo kommt's? Kommt's her. Komm jetzt wieder rein ins Lager. So. Ich hol mir meinen Granatwerfer, Moment. Ja. Ah, falsche Waffen. Ui. Oh, diese ganzen Hightech-Waffen, die du da hast, die hab ich alle nicht, glaube ich. Oh, das hat gerumst, alles klar. Ich schieße gleich da rein, so. Ihr kennt's mir mal. Ah, da rüber ist ein Scharfschütze. Ja. Oh, der hat mich gleich. Schnell, wer schießt schneller? Und er hat mich. Spät Andruck. Ja, ja. Fuck! Aber du bleib, ich spawn eh irgendwo. Okay. Ja, jetzt war super, wenn ich mich selber heilen könnte. Wenn ich mein, wie heißt die Klasse? Na, er hat schneller Zunge sie. Er ist eine Täter. Er hat schneller Zunge sie. Fuck, das ärgert mich jetzt. Ja, da oben bin ich natürlich am Präsentierteller. Ich hab keine Deckung. Kann ich das abbrechen und schneller spawnen? Das dauert wieder. Mhm. Ich gebe jetzt hier mein Bestes, dass ich schon mal ein paar wieder ausschalten kann. Ja, aber jetzt werden sie alle zu dir laufen, ne? Weil ich da liege. Ja, nein. Ne. Kann ich das Fass, das Ding? Ja, kann ich. Raus, mein kleiner Freund. So, ich spawne, also als lande mal. Boah, wo. Na super. Bist du rausgekommen? Na, jetzt habe ich da depperte Blendgranate angeschossen. Irgendwo. Warte, ich muss mir mal verbinden. Aber ich bin gleich wieder da. Wieder ein Video an. Ich bin gleich wieder da. Wie weit ist das entfernt? Das ist nicht nett. Ich bin wieder bei der Brücke. Okay. Also bei der Zufahrt. Mhm.
Nicht also, auch gerade du bist da da. Ja, ja, sicher, sicher. Bin gleich da. So, wir Wasserflaschen, ja. Muss was trinken. Ja. Alles cool, Daddy, alles cool. Na, trink nochmal, komm. Nur ein Schluckerl. So, jetzt bin ich wieder voll. Verbunden bin ich auch, also jetzt bin ich wieder voll einsatzfähig. Sehr gut. Boah. Na, da leider zu spät gezogen, das ärgert mich jetzt. Und da kommt her, ihr Luftpumpen. Dicken denken auch, die können was, ne? Mhm. Er hat eine Minigun. Ah, falsche Waffe. Lass den Daddy in Ruhe. Ich muss in Granatwerfer raus. Komm. Ist der jetzt weg? Ja. Sehr gut. Er kommt raus. Den Scharfschützen da hinten, ja, den hol ich mir. Der hat mich getötet, den will ich töten. Alles klar. Der oben markiert ist, ne? Ja. Geht klar. Ich mache ja die linke Seite. Die haben mich hier unter dem Schuss genommen. Ja. Die rechts und hol mir den. Und hol mir den Scharfschützen, weil das lasse ich nicht durchgehen. Wo ist er? Der Grippe. Da hinten ist er. Na, warte nur. Jetzt wirst du von sowas versterben. Irgendwo muss hier noch einer sein. Ich vermute das auf dem Kran oben. So, komm her. Und Top-Shows. So schnell kannst du gar nicht schauen, du Arsch. Sehr gut. Ah, oh, jetzt bin ich ins Wasser gesprungen. Verdammt. Da sind noch zwei Feinde, gell? Ah nein, die sind schon tot. Mhm. Ja, irgendwo ist noch wer, gell? Hier ist er. Ah, da, vor dir, gell? Ja, ach nein, was hab ich jetzt gemacht? Der Fette, wo ist er denn? Och, verdammt. Du hängst, oder was? Ah, ich bin aus Versehen in den Fotomodus reingegangen. Ich weiß jetzt, wo der Dicke steht. Ich hab ihn markiert, da unten steht er. Oh. Ah, da hab ich ihn auch gehabt, wie ich es locker gemacht hab. Kannst du den wegholen, dass ich wieder an Land kommen kann? Granate oder irgendwas? Komm mal auf den Helm schießen, danke dir, Daddy. Ist schon erledigt. Der hat gar nicht gewusst, wie er geschicht. Ah, ich fahr ja auch oben. Ja, ich bin hier runter, ne? Und dann wollte ich den eigentlich lautlos töten, aber es geht ja nicht bei den Dicken. Dann stand ich bei dem, genau. Der ist zu gepanzert, glaube ich, ne? Oh. Ja. Ja, und in dem Moment dreht er sich um. Oh. Irgendwas arbeitet da noch. Ist das sein Minigun, was dann arbeitet, oder was? Ja, komisch. Ne? Ah, Pack. Warte mal, ich verbinde mich mal. So, schaut so aus, als haben wir das Lager erledigt. Jetzt können wir, einsammeln gehen. Bitte, wir haben noch 5 Minuten Zeit für die 20 Minuten. 15 Minuten haben wir das Lager auseinander genommen. Ja, ja. Ja, na aber. Ja, nicht schlecht, gell? No? HTI habe ich jetzt gekriegt. 29er, nicht schlecht. Kann man ja für die Leute, die sich das jetzt anschauen, kann man ja mal zeigen, was es hier zu holen gibt, ne? Ja. Lager. Sabotiere hier mal die Stromversorgung. Ja. Ja, Wasser habe ich gekriegt, super. Ah, jetzt habe ich nicht geschaut, was der Typ. Ist bei dir noch der Typ da mit einem Scale
wie heißt das Geld? Was haben Sie? Scale-Kredits oder was? Geldkredits, ja. Ob da noch ein Geld für dich da liegt, mich da interessieren, wie viel der bei sich gehabt hat. Ich habe jetzt nicht geschaut, ich bin einfach drüber gerannt. Ob sie das wo, überhaupt rentiert? Wo lag denn der? Da bei mir. Weil der wäre mit dem Helikopter angehauen. Und der hat okay. aber immer was bei sich. Und jetzt haben wir gedacht, ich schieße den als erstes nieder. Ist da der mit dem Haberl da? Gleich der da. Ah, hier liegt ist doch da was noch was? Guck mal. Wie viel das ist bei dir? Kaliber 506, also Kaliber 556 Munition war das hier nur. Na, bei dem Haberer, da bei dem. Oder? Da, wo ich darauf draufstehe. Der hat bei mir gar nichts. Der hat gar nichts? Ich kann ihm gar nichts, nee. Wieso? Das ist komisch. Wir haben nichts verdient. Oder ist das einfach, Grüne, ne? Oder ist das einfach nur der Pilot, der einfach dann anhaut, ne? Kann auch sein. Aber der hat ja so ein Scale-Kreditzeichen auf seinem Kopf. Mhm. Na. Ich habe jetzt eine SSG gefunden, Scharfschützengewehr. Ja. Gehe ich mal hier rein, eine Etage hoch und schaue ich mal, was das ist. Ja, das TAC sein, ne? Das wird die TAC sein, ja. Die TAC 50. Dafür sind wir ja hier. Dafür aber die habe ich ja schon. Die darf ich normal gar nicht kriegen, weil ich habe ja das Lager. Achso, aber es ist ja ein anderer Speicherplatz, Blödsinn. Genau, das ist ja dein zweiter Spielstand. Genau, dann muss ich normalerweise finden. So, ich habe auch eine Kiwi gefunden und jetzt habe also ich also leuchten tut es noch. Schauen wir mal, ob das... Ja, geht eh auf, ja. Und, was kriegen wir schönes Detail? Was? Na? Gar nichts! Ich habe die Tag 50. Ne, ich meine, ich habe die Blaupause schon, deswegen wahrscheinlich. Die Kiste ist zwar aufgegangen. Aber da nichts unten, drin. Nichts drin. Weil die Tag Blaupause ja schon habe, ne? Mhm. Da unten, schau her, Rob. Das habe ich da... Da herunten sind die Türen. Ja, warte, ich komme. Was ich da gesagt habe, die sind versperrt. Du kannst das jetzt ausprobieren. Nimmst du eine Leiche und gehst hin. Was? So kriegst du es nicht auf. Dann kannst du es gleich ausprobieren. Wie geil das ist. Hier auch gleich mal irgendeine Leiche. Hier liegt einer. Na, so, warte mal. Kannst du den gleich holen. Und das ist ein Tipp für euch. Wenn ihr bei verschlossener Türe steht und nicht reinkommt, nehmt eine Leiche, holt es vor die Türe und dann geht's auf. Das probieren wir jetzt mal. Und das aus. Schauen wir uns jetzt an beim Rob. Ich stehe da schon. So, Leiche habe ich auf dem Rücken. Ja, kannst dann kommst du mit her. Der Leiche nicht rennen, ne? Nein, du kannst nur gehen, ja, genau. So, und tatsächlich, jetzt gehen hier Türen auf. Ja, bist du drinnen? Ich warte da herüben. Warte, ich komme zu dir. Aber du hast die Leiche nicht mehr. Ja, sag doch, ah, Tür ja. geht auf. Also, ich das ist ein voller Bug, nein, es sieht nichts. Es kann ja oben hinten bei mir. Aber ist ja wurscht. Aber mit der Leiche kann man reingehen. Das ist schon geil, sehr oder? Cool. Ah, so, ich habe eine Sensorgranate gekriegt. Gut. Super. Und einen Schneidbrenner habe ich gekriegt. Super. Ja, weil in den versperrten Räumen ist nämlich geiles Zeug drin. Das muss man sich unbedingt mitnehmen. Geiler Shit. Definitiv. Cool. Also der Trick, der ist ja richtig geil. Ja. Einfach so eine Leiche packen. Leiche nehmen und zu der Türe gehen, dann geht das auf. Waren auch nur die zwei Türen hier, ne? Also ja, Raum, genau. Zwei Türen. Ja, richtig, ja. Baue ich den hier mal irgendwo. So, da haben wir noch eine Drohne. Haben wir noch irgendwo eine Kiste haben wir noch, ja? Kiste oder irgendwas, ja? Vor uns, da ist eine Kiste. Irgendwo ist da eine Drohne. Wenn ich die Drohne jetzt anschieße, ja? Und dann gibt's ein Material, ja? Bei der Drohne. Schau mal, ob's... Warte mal, hast du das genommen? Ja? Ah, und es leuchtet bei mir auch. Genau, wir kriegen beides. Chipsatz und Metallteil. Sprengsatz habe ich gekriegt und Handschuhe habe ich gekriegt. 29 okay, Handschuhe. Cool. Geil. Aber beide können looten. Um das ist es mir gegangen. Ja. Hier unten ist noch eine Kiste. Ja, zwei habe ich noch auf der Minimap. Und da Information haben wir auch noch da. Information, ich will die Information holen. Bevor ich die Latte finde. Ah, da sind die Stufen. Ja. Wow, hast du noch eine. War hier drinnen irgendwas gewesen? Ja, in der Halle?
Was? Na. Nee, ne? War nur so da hier. Da ist die Info, okay. Da drin. Du hast da Info? Ich habe Info da, wo ich bin. Ja, genau, genau. Da gehe ich gerade hin. Mal gucken. Ob, wenn du sie nimmst, ob sie dann bei ja, mir genau, weg ob, ist. Genau, ob die Info jetzt nur einer holen muss. Das ist auch interessant. Ja, warte, ich nehme sie jetzt. Normalerweise darf das nur einer holen. Ne? So wie bei Wildlands. Ich nehme es Biwak. Weil dann ja, haben bei mir wir, dann haben weg. Wir schnell. Aha, na dann nimmt's einer. Passt. Und der Biwak ist jetzt gekommen bei White Cross Peak. Crosspeak. Okay. So, White Cross Peak. Ganz oben. Ey, rechts. Ah, links von uns ist es Biwak. Schau mal, ob es bei dir gekommen ist. Links, wo Warte. Wir sind vom Lager. White Cross Peak. Galleon Cove Biwak. Galleon, genau. Genau. Na super. Also, dann reicht's, wenn einer die Information holt. Brauchen wir nicht beide da immer um und um rennen und suchen. Kannst du es einer holen. Und beide profitieren. Sehr schön. Irgendwie durch das Gebäude durch und auf der anderen Seite wieder raus. Hier, hier. So, ah, ich hab nur drei Kisten auf der Minimap. Vier Kisten auf der Minimap. So viel noch? Ja. Warte, ich schau mal auf die Karte, da sehe ich es am besten. Ich habe jetzt noch eine. Dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf Kisten. Ist der Arsch. Guck aber gleich mal ins Menü, ob ich dann hier alles hab. Fünf Kisten, na gut. Also die Blaupause könnt ihr euch dann bei Maria im Hauptdorf, ne? Genau, kannst du es dann Waffenshop kaufen. Also machen. Tatsächlich, also jetzt wenn du die Kisten markiert hast, hier sehe ich auch, da ist auch noch ein Feind, ne? Ah, oh, da, was habe ich da jetzt? Ah, die L11, ah, die L115A3. Okay. Ja, irgendwo ist noch Feind, gell, oder? Ja, ich hab zwei gerade weggemacht. Okay, Tom. Kurz aufblinkt, ne? Und dann waren sie schon weg. Ist auch komisch, obwohl das der Rahmen wieder weiß ist und nicht rot oder gelb ist. Sind dann doch noch Feinde. Aber also, die kamen von hier gefahren. Die kamen ja, vielleicht. Eine ja, Patrouille, die genau, genau, die so. Einer kommen sind. Das kann natürlich auch sein. Ja. Was haben wir da gekriegt? Die MK14. Noch Handschuhe mir organisiert. Das ist echt der Wahnsinn, ha? Das Logo ist fertig, aber das Looten dauert dann noch so lang. Oh, das ist so übel. Das ist mehr aber ich will alles mitnehmen. Ja, aber ich will alles mitnehmen. Ich will nichts liegen lassen. Das ist ja das. Nee, 70 Euro im Store. Bitte? Ja, nimmt mal alles mit. Ja, klar. 70 Euro na, im Store, dann nimmt mal alles. Ne, ich habe ja 180 gezahlt. Ja, du hast ja die Collectors Edition. Ich hab die Wolf Edition. Wolfs Edition. Die Wolfs Edition. So, was hat was mein, ich denn jetzt mein Walker, hier die, mit der Walker-Figur. Das ist echt geil. So, warte mal, ich wollte mal kurz ins Menü. Ja. Ich habe jetzt das, ich habe eigentlich das Spiel jetzt dreimal, ne? Ja, ne? Dreimal. Ich hab's einmal die Wolf Edition, dann habe ich es einmal die normale Edition, die Aurora Edition von GameStop. Die wollte eigentlich auf Gewinnspiel machen, hat aber keiner mitgespielt oder zu wenig. Das war einfach zu wenig. Und dann, weil es ja einen Tag zu spät gekommen ist, hat mir Ubisoft einen Promocode zukommen lassen, damit ich es gleich am ersten Spielen habe können, ne? Sehr geil. Somit habe ich es jetzt dreimal. Sehr geil. Das ist geil. Ich werde jetzt mal die Waffen, die ich jetzt hier gefunden habe, werde ich direkt mal zerlegen, ne? Ja, du noch. Ich habe noch eine Kiste, glaube ich, habe ich noch. Ah, da wo du stehst, da muss ich hin. Ja, da war jetzt nichts drin. Ja. Vielleicht starte ich später noch mal ein Gewinnspiel, schauen wir mal. Weil eins hätte ich ja gerne aussehen, aber wenn keiner mitmacht, bringt es ja nicht. Welche Konsole? Also PC oder Konsole? PlayStation 4. Also Leute, wenn ihr interessiert seid an Ghost Recon Breakpoint für PS4, dann meldet euch einfach mal beim Daddy, den Kanal-Link findet ihr unter dem Video. Genau. Und schreibt ihm doch einfach mal, warum ihr, also oder du, warum genau du jetzt hier haben musst. Genau. Und der den besten Grund sagt, warum er das Spiel haben muss, ja? Der kriegt es dann. Kriegt den Promocode. Ja. Würde ich sagen, oder? Klingt doch gut, ne? Ja, klingt gut. Aber jetzt nicht so was mit, ich habe keine Beine mehr und nur noch eine Hand, also muss jetzt schon ein authentischer, richtiger Grund sein. Ne? Also jetzt nicht irgendwas ausdenken. Ein gescheiter Grund. Genau, ich würde zum Beispiel sagen, jetzt ich bin riesengroßer Fan
von Ghost Recon. Ich habe alle Teile gespielt, nur dieses Jahr konnte ich es mir leider genau, nicht aufgrund leisten. finanziellen Ja. Umständen nicht leisten. Also, ja. Ich unterstütze ja gern wem. Genau. Und wenn du YouTuber bist da draußen, dann kannst du diese Aktion natürlich gerne unterstützen und kannst es hier nochmal teilen unter teilen, deiner Community. Teilen, genau. Sagen hier, Leute, meldet euch dort und dort. Und dort kriegt ihr, wenn ihr Glück habt. Hier unter Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Ne? Richtig. Freunde, Familie und Bekannte lassen wir außen vor. Richtig. Also ich krieg das Spiel auch nicht. Gut, nächste Folge fliegen wir dann mit diesem geilen Heli. Richtig, ich habe mich schon da hergestellt, den will ich unbedingt ausprobieren. Richtung Hauptmission, ne? Genau. Also, tschüss Leute. Habe ich anmoderiert, ja, oder? Oder du? Ich habe anmoderiert. Ah, du, na dann. Wurscht. So, ciao Leute. Tschüss, pfiat euch. Bis zur nächsten Folge. Baba.